Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. Ja, ich bin wieder da und oh, ihr wisst gar nicht, wie schwer die Woche war. Ja, ich habe alles, was ihr gesehen habt, habe ich vorproduziert gehabt. Die Woche hat alles an einem Tag vorproduziert. Das war... Sonst hätte ich die Woche nicht überlebt. Ja. Bin auch schon am Überlegen, wie ich das jetzt ab morgen mache, die nächste Woche. Vielleicht kommt da weniger. Auch viel, viel Arbeit. Mal gucken. Und ja. Hey, was ist denn hier los? So. Und ich habe auch gar nichts groß zu sagen. Gell? Deshalb fangen wir gleich mit euren Kommentaren an. Fangen wir unten an. Also, sehr schön. Ihr habt viel kommentiert. Das freut mich. Und blub. Gehen wir mal hier drauf. Und blub. Und blub. Und Moment, wir machen noch was auf. Gell? Super vorbereitet, Timo. Wie immer. Nehme ich gar nicht. Dup. Wir haben doch Zeit, oder? Wir haben Zeit. Genau. So, jetzt wieder zurück. Pow. Ja, erstmal gute Timo. Kai, also ein Kommentar von Kai Au. Liebe Grüße, Kai, an dich. Naja, Boll ist ja so ein Thema für sich. Ich finde seine Filme unterirdisch. Ittenbach finde ich schon immer gut, aber den Boll kann ich echt nicht haben. Ich versuche sogar seit Jahren den Film Alone in the Dark zu verschenken. Keiner will ihn haben. Ja, Alone in the Dark das ist auch schon ewig her. Ich hatte den mal gehabt, dann habe ich den, glaube ich, auch verschenkt. Und dann habe ich mir irgendwann wieder in die Sammlung geholt und habe den dann, glaube ich, auch wieder verschenkt. ja, das ist so, alle 10 Jahre kann man sich den mal angucken, mal so grob gesagt, ja. Aber es ist nichts. Ja, aber ansonsten, Uwe Boll, ich mag, was er so macht. Natürlich nicht alles, aber das ist bei jedem so, ja. Auch Ittenbach hat schlechte Filme gemacht, auch. Große wie Steven Spielberg, James Cameron oder wie sie alle heißen. Jeder hat mal Schrott gemacht und aber auch gute Filme und ja, ich mag's Hirn aus und gell. Aber jedem natürlich das sein, ja. Ein herzliches Hallo an die neuen Freaks, wird ja immer geselliger bei euch, sehr schön. Macht weiter so. Ja, machen wir auch, gell? Und ich finde es auch schön, dass da immer Frischfleisch bei uns eintrifft. Hier, Timo, mach doch mal eine Top 10 deiner Lieblingsfilme. Ich habe tatsächlich ja jetzt keine Top 10, weil eine Top 10 ist schwer zu machen, ja? Aber ich habe ein Video gemacht mit meinen Lieblingsfilmen. Guck einfach mal unter, keine Ahnung, ja, oder gib einfach mal der Hessensammler Lieblingsfilme ein, da kommst du bestimmt irgendwie drauf, weil ich vergesse es 100%, das da unten zu verlinken, ja. Kannst aber mal gucken, also ich habe ein Video gemacht. Und was auch toll wäre, Filme, die in deinem Geburtsjahr erschienen sind, könnte ja auch der ein oder andere in den Kommentaren mitmachen. So, bleib gesund, liebe Grüße, Kai. Und ja, ich gehe da gleich mal durch, aber sowas liebe ich, ja. Hier unten drunter hat dann noch der Christian Kramp geschrieben. Und er hat geschrieben, Filme aus meinem Geburtsjahr, Rambo, Rocky 3, Bloodsport, Terminator, Die Hard, Lethal Weapon und Nico. Und sowas finde ich auch immer schön, wenn ihr da in den Kommentaren mitmacht. Und ja, ich gucke einfach mal, was in meinem Geburtsjahr so rausgekommen ist. Und das habe ich ja eben hier kurz vorbereitet. Und ja, hier werden ein paar Filme vorgeschlagen. Gucken wir mal. Dead Zone.
Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Unheimliche Schattenlichter, Krull, Fahrstuhl des Grauens, habe ich alle nicht mehr in Erinnerung. Superman 3. Was haben wir denn noch? Space Raiders, Weltraumpiraten. Christine. Habe ich tatsächlich, wann habe ich den geguckt? Letztes Jahr? Ja, war in Ordnung. Cujo habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Der Weiße Hai 3. Keine Ahnung. Psycho 2. Der war gut. Was haben wir denn noch hier? Videodrom, echt? Ja, Videodrom. Der fehlt mir tatsächlich auch noch. Actionfilme, McQuaid der Wolf. Das fliegende Auge, oh, der fehlt mir auch noch. Sag niemals nie. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wargames, Kriegsspiele. Die Superfaust, Jackie Chan. Oh, sind schon ein paar schöne. Bad der Ganovenschreck, der Sinn des Lebens. Zwei bärenstarke Typen, die schrillen vier auf Achse. Die Supernasen. Oh, ist doch schon einiges. Cheech and Chong, Still Smoking. Feuer und Eis. Deathstalker. Ja, es sind doch schon einige schöne Filmchen rausgekommen, gell? Also ich habe mich hier jetzt auch gar nicht groß vorbereitet. Ich gucke hier nur mal, was hier so steht. Flashdance, Staying Alive, Scarface. Oh, sehr schön. Lockere Geschäfte mit Tom Cruise. Was haben wir denn hier? Ja. Sehr schön. Pauline am Strand sagt mir gar nichts. Ja, sind ein paar schöne dabei, gell? Aber ich habe tatsächlich das wenigste in der Sammlung. Und ja, vieles auch schon ewig nicht mehr hier gesehen. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, gell? Was habt ihr gesehen? Und ja, wenn ihr wissen wollt, wann ich geboren wurde, guckt einfach, wann die Filme rausgekommen sind. Jo, liebe Grüße Kai und Christian. Danke für eure Kommentare. Ja, dann, oh, schon lange nicht mehr gelesen. Was ist denn los? Matthias, freut mich, dass er sich nochmal aufrappelt und der Film wird gut, denke ich. Liebe Grüße, Matthias. Ja, Sanctus Dominus. Hier geht's um Uwe Boll. Dein Intro ist cool gemacht. Liebe Grüße, Wonder Woman 1992. Superwoman 1992. Warum schreibst du Wonder Woman? Bist du jetzt Superwoman oder Wonder Woman? Oder beide zusammen? Superwoman und Wonder Woman. Da könnte ich mir was vorstellen. Jo, oje, ja. Ein Riesenkommentar von Martin Schweißtal und zwar ein richtig langer. Na, lesen wir einfach mal vor. Uwe Boll ist zumindest in seinen Videos, die hier auch auf YouTube zahlreich zu finden sind, sehr unterhaltsam und er wirkt zumindest auch sehr umgänglich und sympathisch. Glaube, dass er dies auch ist. Ich weiß es nicht, ja. Er wirkt in manchen Videos sehr sympathisch, ja, aber in anderen Videos auch sehr ein bisschen arrogant und ja, aggressiv, ja. Das auch, aber ja, ich denke, in der Filmwelt muss man, da muss man schon ein hartes Fell haben, gell? Um da zu überleben. Das ist dasselbe hier auf YouTube, ja. In gewissen Rahmen hält sich immer alles, aber man hat immer ein paar Hater, ja. Und das ist ja auch gar nicht so tragisch, ja. Solange die Hater, ja, auch kritisches, also konstruktive Kritik hinterlassen, ja.
Aber es gibt natürlich welche, die machen dann nur den hier. Und ja, okay, wenn das Video nicht gefallen hat, dürfen sie das doch machen. Ja, ihr dürft machen, was ihr wollt, gell? Aber ja, das Video hat einfach nicht gefallen, dann ist ja gut, ja. Und da muss man auch keinen Kommentar hinterlassen. Natürlich, ich hätte gerne, wenn ihr einen Daumen runter gebt, dass ihr auch schreibt. Was ist denn los, gell? Timo, das und das und das fand ich scheiße. Aber es gibt natürlich Videos, die gefallen einfach nicht. Und dann ist das doch so, gell? Und ja, genauso ist das in der Filmwelt auch. Und ja, deshalb wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen aggressiv oder so. Ja, egal. Ich mag Uwe Boll und seine Filme sind Geschmackssache. Das ist im Prinzip ja jeder Film. Dem einen gefällt, dem anderen nicht. Könnte man auch zu jedem Film sagen, der bei den meisten als Meisterwerk gilt. Genau, ja. Ist alles Geschmackssache. Der eine hat den Geschmack, der andere hat den anderen Geschmack. Hier vom Meisterwerk zum Beispiel, ein gutes Beispiel, Inception mit DiCaprio. Boah, ich mag den nicht. Ich habe, wem war denn das? Oh. Oh, mit wem habe ich denn drüber gesprochen? Michael oder David? Mit irgendeinem von euch beiden habe ich drüber gesprochen, über Inception, dass ich mir den nochmal anschaue. Ich glaube David, oder? Und ja, ich habe ihn ja hier und das erste Mal Inception war, was das für ein Scheiß, ja. Ja, Timo, du hast ihn nicht verstanden. Ja, habe ich auch nicht, ja. Aber darum geht es gar nicht. Er hat mich nicht, er konnte mich nicht halten, ja. Ich war normalerweise ein Film, auch wenn ich ihn am Ende nicht verstehe, der muss einen fesseln und das hat er bei mir nicht, ja. Aber ich probiere es trotzdem nochmal aus. Oder Meisterwerk, was viele als Meisterwerk sehen, ist The Big Lebowski. Ja? Habe ich auch hier, habe ich mir angeguckt. Und weiß nicht, was da so besonders dran ist. Mir hat er keinen Spaß gemacht. Das ist so als Beispiele. Ja? Aber dafür hab ich hier Filme, wo ich sage, boah, was für ein Meisterwerk. Ja? Gehen wir zum Beispiel mal in die Indie-Schiene rein. Ja, hier. Primutos von Ittenbach. Finde ich, also nicht hier diese längere Version, also diese Standardversion, die es auch damals gab, ein Meisterwerk. Ja. Und ich wünsche mir da mal eine ordentliche VÖ. Von Primutos, ja. Ja, aber also es gibt ja hier die ordentliche VÖ in dem längeren Director's Cut, aber die will ich gar nicht. Ich will diesen Director's Cut nicht, weil der scheiße geschnitten ist. Tut mir leid, finde ich so, ja. Und diese normale Fassung, die es damals auf VHS gab, die schön in 16 zu 9 mit schönerem Bild und sowas, das würde ich mir wünschen. Ja, und so seht ihr, ja, das ist zum Beispiel ein Meisterwerk. Das ist jetzt so, was ich als Meisterwerk finde. Und da werden viele sagen: Timo, Alter, wie kannst du nur sowas als Meisterwerk ansehen? Ja, alles Geschmackssache. Wo waren wir jetzt? Ja, ich persönlich finde von den Boll-Filmen, die ich kenne, manche gut und manche weniger gut. Ja, wobei weniger gut ist noch geschmeichelt ausgedrückt, ist aber nur meine Meinung. Ich glaube, Uwe Boll findet selbst nicht alle seine Filme, die er auch gemacht hat, nicht so prickelnd. Und auch das finde ich, macht ihn sympathisch. Ach so, ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich nicht sagen. Seine Audiokommentare sind auch immer zum Schreien unterhaltsam, dabei aber auch sehr informativ. Manchmal sind die Audiokommentare besser als der eigentliche Film selbst. Kann ich auch nicht sagen. Ja, ich schaue we oder ich höre wenig Audiokommentare. Höre ich mir immer wenig an. Warum? Keine Ahnung. Aber sollte ich wohl mal machen, hä? Gerade bei ihm.
Ich mag ihn. Er ist sehr rätselig, ist geradeaus, nimmt kein Blatt vor den Mund, genau, ist sich nicht zu schade, sich mit Fans zu unterhalten. Es gibt einige Videos hier auf YouTube davon. Ich erinnere mich noch gut an ein angeregtes, schönes Interview, welches zwischen dem Kanalbetreiber The Bossy und Uwe Boll gemacht wurde. Das war sehr schön. Habe ich nicht gesehen und mir wurde auch angehalten, gell? Der Playzocker, der hätte auch ein Interview geführt. Keine Ahnung. Muss ich auch noch gucken. Gell, Kai? Dann hat er bei mir ganz große Sympathiepunkte, weil er Hunde liebt und welche hat, die er vor dem sicheren Tod gerettet hat. Ja, klar, ja. Weil er Hunde liebt, muss er nicht unbedingt sympathisch sein, ja. Hauptsache, man ist tierlieb, ja. Weil Tiere sind besser als Menschen. Auf jeden Fall, ja, ist meine persönliche Meinung. Und dann ist aber hier so dieses vor dem Tod gerettet. Das ist auch so ein Punkt, da wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Wir sind auch am Überlegen, uns einen zuzulegen. Und ja, es gibt viele Pluspunkte, wenn man sagt, oh, da in der Ukraine, in Ungarn oder wo auch immer, ich weiß es nicht genau, da gibt es Hundetötungsstationen und da kann man welche rauskaufen. Aber teilweise wird das dann auch, kommen die wirklich von da und sind das auch wirklich Hunde, die auf der Straße gelebt haben, die da wegkommen oder wie auch immer, ja, weil da gibt es ja auch einen schönen Schwarzmarkt dafür, die das dann extra so, ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde mir keinen irgendwie aus dem Ausland holen. Ich würde mir gerne einen kleinen, schönen hier aus Deutschland, ja. Oder er muss nicht aus Deutschland sein, aber halt ein Junge, ja, den man noch schön selber erziehen kann. Aber trotzdem, wenn man irgendwie Lebewesen vorm Tod retten kann, ist das natürlich immer ein Pluspunkt, ja. Bloß man muss auch ein bisschen Hintergründe gucken. Aber da sind wir noch dabei. Aber trotzdem, top, gell? Also, man kann von Uwe Boll als Regisseur denken, was man will, aber als Mensch lasse ich nichts Schlechtes auf ihn kommen. Der ist so ein Typ Mensch, mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, klar, warum nicht, gell? Da kann man ein bisschen schwätzen. Auf jeden Fall. Olaf Eppenbach finde ich auf jeden Fall super als Special Effects Master. Da ist er echt Meister seines Fachs. Ich weiß nicht, ob das etwas weit hergeholt ist, aber ich behaupte jetzt einfach mal, er ist der Tom Savini aus Deutschland. Ist nicht weit hergeholt. Wenn du dir mal ein bisschen die Effekte anguckst, ja, was auf der Welt so gemacht wird. Allgemein, sagen wir mal auf der Welt. Und da ist Ittenbach, hat teilweise krassere Effekte als Tom Savini. Ja, jetzt gehe ich nämlich schon mal so weit. Weil wenn ihr euch mal anguckt, zum Beispiel die Effekte von einem Tom Savini, die sehr gut sind, gell? Die meisterlich sind, aber wenn mal so ein Kopf abgeschlagen wird, schaut euch mal unten den Stumpf an, ja, und guckt den mal von Ittenbach an. Ja, also die neueren Ittenbach-Sachen auch gerade, ja, weil Tom Savini sieht man dann immer so, das ist hier so abgetrennt, ja, und Punkt, ja, und beim Ittenbach siehst du, dass da immer noch so ein bisschen Fetzen runterhängen und so, das ist noch mal viel geiler. Also ich würde, ich weiß nicht, ob man sogar sagen soll, dass Ittenbach hier das Nonplusultra auf der Welt sogar ist. Ja, davon habe ich zu wenig gesehen. Ja, ich habe schon viel gesehen, aber im Endeffekt vielleicht doch zu wenig. Aber
In Deutschland ist er der Meister der Special Effects, auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, dass in seinen Filmen, ja, diese Special Effects, die werden ja, da geht es ja um die Effekte und teilweise, wie die gefilmt wurden, wie du die Effekte siehst, ja, sieht das 100-mal besser aus als aus irgendeinem Film aus Amerika oder sonst woher, ja. Deshalb, also der ist schon einer der ganz Großen, ja. Sowas will ich auch machen. Da bin ich zu blöd für. Nee, nicht zu blöd, aber dafür habe ich kein Fingerspitzengefühl. Guck mal hier, was ich hier für Wurstfinger habe. Und da Detailarbeit. Nee, nee, nee. Aber mal gucken, was da demnächst kommt. Die Filme selber von ihm, was jetzt die Handlungen angeht, sind ähnlich wie die von Uwe Boll. Manchmal gut, manchmal sehr zweifelhaft, aber auch da macht sich besser jeder sein eigenes Bild von. Ich finde Dialoge in den Ittenbach-Filmen immer so saukomisch und obwohl sie schlecht sind, unterhalten sie mich. Genau, ja, es gibt wirklich Ittenbach-Filme. Ittenbach oder Boll, ja, aber jetzt sind wir bei Ittenbach. Da sind Filme dabei, da schlägst du die Hände über den Kopf und denkst dir, Alter, das geht gar nicht, ja. Gerade die ersten, wie Ittenbach nach Amerika gegangen ist und dort seine Filme gemacht hat. Boah, das war schon alles, was der da drüben gemacht hat. Also ich kenne nicht alle Filme, gell? Also ich kenne nicht alle Ittenbachs. Aber alles, was der drüben gemacht hat, war nicht so. Alles, was er hier so gemacht hat, war wieder gut, finde ich. Meine Meinung. Wer jetzt auf viel Blut und Gekröse steht im Zusammenhang mit Amateur. Aber lustigen Dialogen, wirklich gut gemachten Handmade-Effekten ist bei den Ittenbach-Filmen an der richtigen Adresse. Schönes Video von dir. Jo, liebe Dank, ja, vielen lieben Dank, Martin. Und Ittenbach ist schon kein Amateur mehr. Ja, also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Amateur und Indie, ja. Indie ist noch mal eine Stufe höher, da fließt noch mal ein bisschen mehr Geld und Amateur ist ja wirklich fast no budget, ja. Ittenbach ist schon Indie-Produktion, ja. Teilweise steckt da richtig viel Geld dahinter, ja. Was eigentlich aber auch nur in die Effekte kommt, ja. Ah. In einem Ittenbach-Film mitzuspielen, das wäre schon mal was. Liebe Grüße an den Daniel Bloody Movies. Ja. So, und als nächsten Kommentar. Jürgen B. 1969. Ich habe mir den Film auch bei Krekel vorbestellt. Hier geht es jetzt um Song of Solomon. Geld ist auch bezahlt worden, dann lassen wir uns überraschen, wann der Film zu uns nach Hause geliefert wird, Timo. Danke für die Info. Gruß Jürgen. Jo, Jürgen, also bei mir ist auch bezahlt. Ich habe jetzt gar keine Antworten mehr von irgendjemandem bekommen. Ja, aber das ist auch so eine Sache. Wie du schon schreibst, lassen wir uns überraschen, wann der Film nach Hause kommt. Wenn es aber wirklich an den Rechten liegt und der Krekel, ja, gar keine Rechte bekommt, ja, oder dem die Rechte abgesprochen werden, dann kriegen wir den Film niemals, ja, oder wenigstens nicht von denen, ja, dann müsste der uns das Geld eigentlich wieder überweisen. Und solange das noch nicht da ist, ja, spielt der mit unserem Geld rum. Ja, ich bin kurz davor zu sagen, so, jetzt ist mein Punkt erreicht, ich storniere das Ganze und möchte mein Geld wieder haben. Ja? Und warum? Ganz einfach, warum kriege ich keine Antwort, außer ist in Produktion? Ich habe geschrieben, ich habe ihn angeschrieben gehabt, hey, wie sieht's aus? Nie eine Antwort bekommen. Habe ein zweites Mal angeschrieben gehabt, nie eine Antwort bekommen. Hab mir ein drittes Mal angeschrieben und diesmal, ja, also habt ihr ja gehört,
mit: Hallo, ich bin ein kleiner YouTuber. Ja, dann kam nur in Produktion. Ist in Produktion, Entschuldigung. Ja, kann man da nicht mal mehr schreiben? Ja, gerade weil, oh, da ist ein YouTuber. Ja, egal wie groß oder wie klein ich bin. Ja, meine Fans oder meine Abonnenten, ja, möchten wissen, was da los ist. Ja, und ich persönlich würde dann mal sagen, oh, da schreibt mich ein YouTuber an. Der hat ein paar Abonnenten, die wollen alle wissen, das sind meine Kunden, ja, und ich möchte meine Kunden informieren, ich möchte meine Kunden, möchte ich doch behalten, ja, und dann sagst du, was Sache ist, ja, nicht einfach ist in Produktion, sondern hier, die Produktion verschiebt sich wegen Corona, wir lassen dort und dort produzieren. Da ist im Moment, geht da nicht, da ist Stopp, da läuft nichts, tut mir leid. Oder, hey, habt ihr doch bestimmt mitbekommen, wir sind gerade in Gerichtsverhandlungen, wegen den Rechten sind wir da am Gucken und deshalb können wir noch nicht produzieren. Da liegt noch alles hier und da und dort. Ja, das wird noch eine Zeit dauern. Das ist eine Aussage, ja, aber nicht ist in Produktion. Ja, weil wie lange ist das Ding in Produktion jetzt schon? Ein Jahr oder über oder fast ein Jahr, das kann es ja nicht sein, ja, weil der haut ja so, der haut ja die ganze Zeit Mediabooks raus, ja, und lässt da alle Mediabooks da produzieren, aber nur Song of Solomon lässt er da hinten produzieren, die wo nichts machen. Nein, macht er nicht. Deshalb, also da nicht, dass es am Ende heißt, gibt kein Geld. Aber danke, Jürgen. Jo, dann Jens Richter, gute Jens. Hallo Timo, wieder mal ein sehr unterhaltsames Video von dir. Vielen, vielen Dank. Schaue mir deine Videos sehr gerne an, so wie ich die Zeit dazu finde. Denn ich bin gerade dabei, mir ein neues Filmzimmer einzurichten. Bilder her. Finde es klasse, dass Olaf Ittenbach wieder mal was macht, auch wenn es nur die Effekte sind. Aber egal, mag seine Filme und Amateurfilme gehen bei mir immer. Wünsche dir noch eine schöne Woche. Viele Grüße sendet dir Jens. Ja, Jens, dir auch noch eine schöne Woche. Und ja, Ittenbach ist präsenter, als man denkt. Ja? Wenn man mal da so guckt bei IMDb, ich weiß es gar nicht, ob das da war, aber es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Seite, da stehen zwar, also wenn du überall guckst, ja, was hat Ittenbach gemacht, ja, da werden halt seine Filme aufgezählt, aber ich glaube IMDb, internationale Movie Database, ja, ich glaube, da wird auch noch aufgezählt, wo er überall nur die Effekte gemacht hat. Ich glaube, da war das, weiß aber auch nicht, zum Beispiel irgendeine Après-Ski, ja, Après-Ski-Film oder irgendeine Après-Ski-Party, da hat er auch Effekte gemacht. Beispiel, ja. Und ich weiß nicht, ob der im Moment so aktiv ist, aber er macht hin und wieder doch mal für jemand anderes Effekte, ja. Und vielleicht macht er auch nur mal zum Beispiel, auch hier, da kommt irgendjemand, hey, kannst mir mal einen Kopf machen, ja. Dann wird das vielleicht auch, weil er ja nur mal einen Kopf gemacht hat, ja, aber die Effekte an für sich nicht, ja, wird er vielleicht im Film nicht erwähnt, ja, aber der Kopf kommt vor. Das könnte jetzt so sein, ja. Aber hier, mega. Danke, Jens. Jo, dann als nächstes Christian Movie. Gute Christian. Der neue Uwe Boll-Film mit Rados Bokel wird spannend. Ich habe Blood Rain 1 bis 3 gesehen und diese Filme sind toll. Wieder ein super Video. Der neue fucking Freaks-Abspann ist super. Grüße von Christian. Ja, vielen, vielen Dank für den Kommentar. Der fucking Freaks-Abspann stammt von unserem Movie-Picker. Lass dem mal ein paar Grüße und Däumchen da, gell? Für das, was er gemacht hat. Blood Rain 1 bis 3. Ich habe tatsächlich gar nicht alle gesehen. Den ersten, ja.
Ich habe keinen in der Sammlung. Den dritten auf jeden Fall nicht. Den zweiten könnte ich noch gesehen haben, weiß nicht. Ja, und der neue Uwe Boll-Film. Was steht hier nochmal? Moment, irgendwas wegen. Nö, da steht sonst nichts mehr. Ja, der neue Uwe Boll-Film, der ist sogar schon abgedreht. Der ist fertig, ja. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, und wird ein Dreiteiler. Oder nur zwei? Nee, ich glaube, ein Dreiteiler wird das sogar. Und auch die Stadt Hanau, ja, ist an Uwe Boll rangetreten und möchte ihn dazu bringen, diese Filme nicht rauszubringen, weil es halt für die Opfer, für die, die dabei waren, für die Familien nicht so schön wäre, das zu sehen. Ja? Denn dieser Film soll hart werden. Der soll wirklich boom, 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 ja, wie man es vom Boll kennt. Keine Gnade, der soll direkt ins Geschehen rein. Und das wird hart. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Uwe Boll mit Effekten von Olaf Ittenbach in einem Amoklauf-Film, ja, einem Terrorfilm. Das wird hart. Ich freue mich. Gerade weil ich das auch mitbekomme. Ja, was heißt mitbekommen? Ja, aber ja, Hanau, wie schon gesagt, wie weit ist es entfernt? 20 Minuten mit dem Auto. Da kriegt man sowas schon ein bisschen mit, weil man dann auf Arbeit auch ein paar Personen hat, die da in der Nähe wohnen oder auch das live von der Wohnung aus mitbekommen hat. Das soll schon schrecklich gewesen sein, ja. Und ja, ist in Ordnung, ja. Hört jetzt doof an, ja. Aber natürlich ist sowas schrecklich. Und aber ich finde es gut, dass solche Filme rausgebracht werden, einfach um und auch so brutal, ja. Viele sagen, ach, das kann man nicht machen, das ist doch. Denk doch da mal an die Familie, wenn die das sehen. Ja, die werden das nicht sehen. Ja, die werden sich die Filme nicht angucken. Das erstens, ja. Und zweitens, viele, die das mitgekriegt haben, dass da vielleicht nochmal ein Trauma aufkommt. Ja, aber für alle anderen, die nicht dabei waren, ja, sich das mal einzuverleiben, ja, wie brutal es gewesen ist, ja. Man muss das doch einfach, man muss es mal gesehen haben und nicht den Spaß deswegen, sondern, Alter, das war so, ja, deftig, ja, deftig, heftig, ja, und deshalb, also, ich finde schon, ja, okay, außer er übertreibt es wirklich, ja, dass hier auf einmal die Köpfe platzen und alles, dann ist es natürlich ein Fun-Film, gell, aber, ja. So, jetzt kommen wir zu Stefan Wandeler. Stefan, liebe Grüße hier raus. Hallo, lieber Timo. Hallo, lieber Stefan. Grüß dich. Grüß dich. Ich habe da mal eine Frage bezüglich eures fucking Freaks Fummelshops. Ja, ich wollte schon drunter kommentieren, aber nein. Du guckst ja und ich beantworte. Sehr gerne würde ich mir nämlich euer fucking Freaks Classic T-Shirt Motiv Joker mit roter fucking Freaks Aufschrift sichern. Das scheint es aber momentan nicht mehr zu geben. Kannst du mir vielleicht sagen, ob und wann das T-Shirt wieder erhältlich sein wird in eurem Shop? Oder wird es diese Variante des T-Shirts überhaupt geben? Dankeschön für die Infos im Voraus, mein Freund. Liebe Grüße, bleib gesund. Ja, du auch, Stefan, bleib gesund. Und, jo, dieses Motiv, kurioserweise, wir haben das mit grüner Schrift. Ich glaube, mit grüner Schrift haben wir das in den Fummelshop rein. Und ich weiß gar
weiß nicht mit, ist ja auch egal, aber dieses Motiv, ja, ihr kennt es. Nee, das ist der Hingebein. Oh. Das war im Shop drinne und unser Jürgen B. 1969, der hat sich so eins gekauft. Ja, und das kam auch an. Aber kurioserweise war das danach aus dem Shop draußen. Dann habe ich es wieder reingenommen. War wieder draußen, reingenommen, draußen. Dann haben wir geguckt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Warum fliegt das alles raus? Urheberrechtsverletzung. Wegen Urheberrechtsverletzung kann Spreadshirt das nicht hochladen. Was wir aber ganz komisch finden, zum Beispiel unser fucking Freaks-Logo mit dem S klauen, das wird genommen. Und hier unser Joker-Kopf nicht. Warum auch immer, weil beim Jürgen, der hat es ja bekommen. Und dann ist da aber bei Spreadshirt gibt es noch ein Programm. Da kann man das Bild durchlaufen lassen und der sagt dir dann, ist es urheberrechtlich geschützt oder nicht. Ja, und dann kann man ja schon mal im Voraus planen, oh, das ist urheberrechtlich geschützt, das kann ich nicht hochladen. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe dieses Motiv durchlaufen lassen und nicht nur einmal, sondern mehrmals, ja. Mindestens 6, 7, 8 Mal habe ich dieses Motiv da durchlaufen lassen, um sicher zu sein, dass das urheberrechtlich, ob das urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Und es war jedes Mal nicht urheberrechtlich geschützt. Aber Spreadshirt sagt, nö. Deshalb, ich bin regelmäßig daran, das vielleicht immer noch mal hochzuladen, zu gucken. Ich will mir auch noch was anderes ausdenken, ja, ob man das irgendwie hinkriegt. Und Stefan, mach mal das mal so, gell? Du schreibst mich mal an unter hessensammler01 @freenet.de, ja? Da schreibst du mich einfach mal an, einfach mal, hallo, ich bin's. Du Stefan, ja, schreibst du mich einfach mal an und dann habe ich, da schreibe ich zurück, Gude, Stefan, nur mal um deine E-Mail-Adresse zu haben. Und ich verspreche dir, wenn dieses Logo funktioniert, weil ich probiere es wirklich regelmäßig, nee, in unregelmäßigen Abständen probiere ich das immer mal wieder. Und wenn es irgendwann funktioniert, schreibe ich dir eine E-Mail. Hundertprozentig, dann denke ich an dich. Und ja, wenn es nicht klappen sollte, wir hätten es auch gerne. Wir hätten es auch gerne in unserem Shop. Aber was nicht ist, geht halt nicht, gell? Ich hoffe aber, das funktioniert irgendwann nochmal. Ja? Und ja. Ansonsten such dir was anderes aus. Ja, aber das ist halt schon schön, gell? Ich weiß. Jo, Stefan, also, melde dich einfach mal, damit ich deine E-Mail-Adresse habe und damit ich dir einfach mal schreiben kann, wenn ich weiß, das funktioniert. Damit du der Erste bist, der es bekommt. Der die Info bekommt. So, dann der letzte Kommentar von Christian Kramp. Gute Christian. Hallo Timo. Sehr tolles Video wie immer von dir. Vielen, vielen Dank. Dein Paket ist angekommen. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Jo, herzlichen Glückwunsch, gell? Und freut mich, dass es gut angekommen ist. Christian Kramp, der gewonnen hat, gell? Ja, das mit Uwe Boll, coole Sache. Ich mag seine Filme alle. Nee, mag seine Filme alle habe ich noch nicht gesehen. Habe sogar seinen ersten, der Amoklauf Uncut sogar auf DVD. Jo, siehst du, Amoklauf habe ich noch nie gesehen. Das ist auch so einer, ups, der mir persönlich noch fehlt.
Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber schön. Da fehlen mir noch einige von Uwe Boll. Müsste ich mich mal erkundigen. Nee, kann ich nicht. Das ist schwer. Sparen ist schwer, sage ich euch gerade. Da kommt dies raus, da kommt das raus, da kommt hier jemand, da kommt dort jemand und ich muss sparen. Aber ich habe mir trotzdem das ein oder andere bestellt, gelle. Aber muss sein. Muss sein, damit ich auch eine Führung da draußen mal machen kann, gell? So, das war's schon wieder. Na, was heißt schon wieder? Doch so lang. Hey, super. Haben wir noch irgendwas, über was ich babbeln kann? Nö. 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 Ah, nee, hätte ja sein können. Ah, siehst du? Nur Kommentare, 40 Minuten. Super, geil. Und jo, mal gucken, wie es nächste Woche jetzt abläuft, ab Montag. Bin viel am Buckeln jetzt noch das Wochenende. Ah. Naja. So, also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir machen jetzt hier Schluss. Gell, schreibt wieder kräftig in die Kommentare, damit wir wirklich irgendwann mal unsere 2 Stunden hier voll kriegen. Ja, da hätte ich voll Bock drauf. Ja, ja, als mehr Kommentare, also in die Kommentare, neue Themen. Antworten auf die aktuellen Themen. Fragt mich irgendwas. Soll man Q&A starten oder wie? Nee, nee, nee. Ja, obwohl, fragt. Hier dürft ihr alles fragen. Ich bin offen für jede Frage. Ich werde jede Frage beantworten. Und wenn es zu privat wird, werde ich es auch beantworten. Ich sag dazu nichts. Nee, ich mache das so gern. Ja, wir haben jetzt Freitagmorgen und also für alle nochmal da draußen, wenn ich lese jeden Kommentar vor. Jeden, ja. Und aber Abgabetermin, hört doof an, ist aber so. Abgabetermin der Kommentare, also ihr könnt unten kommentieren, immer. Aber wenn ihr freitags kommentiert, kann es sein, dass ich das in dem Video schon nicht mehr mit reinnehmen kann, weil wir haben jetzt Freitagmorgen. Wie viel Uhr haben wir denn? Freitagmorgen 8:43 Uhr. Jo. Und ich habe jetzt ansonsten keine Zeit. Ich habe heute Abend keine Zeit, weil ich dann arbeiten gehen muss. Ich habe am Samstag keine Zeit, weil ich komme am Samstagmorgen von der Arbeit heim, dann gehen wir einkaufen, dann gehe ich ins Bett, dann mache ich noch was zu essen und dann gehe ich arbeiten. Ja, habe ich keine Zeit. Ja, und dann ist Samstag auf Sonntag, muss ich dann arbeiten, komme Sonntagmorgen heim um 8 Uhr und ist das Video ja schon online. Ja, deshalb geht nicht anders da, ja. Ich muss auch mal freitags die Videos drehen. Und oh, ist doch gar nicht schlimm, oder? Hauptsache gebabbelt, gell? Ich verstehe das immer noch nicht, dass er mich so gern babbeln hört, aber. Tada! So, machen wir jetzt Schluss, gell? Alles ab in die Kommentare, schreibt euch die Finger blutig. Und ja, ich bin im Moment dabei, Wege. Yeah. Ein neues Trash-Video. Trash, Trash, Trash. Ja, ihr wisst, habe ich schon mal eins gemacht.
ein bisschen verrückt. Bin ein bisschen am Plan. Ich werde mir 3 der 4 Filme angucken, werde ein bisschen wieder aufdrehen, ja. Und es soll ein bisschen eklig auch werden. Nichts für schwache Nerven. Mal gucken, gell? Und einen kleinen Kurzfilm bin ich jetzt auch dabei. Habe ich die ersten 3 Seiten schon geschrieben. Hatte auf einmal so, bin ich schon lange dabei, diesen Kurzfilm zu machen. Und ich habe die ganze Zeit schon eine Idee. Und auf einmal die Nacht, ich habe eine Erleuchtung gehabt. Und da habe ich gedacht, hey, den könntest du ja so anfangen lassen. Und habe ich geschrieben. Und nach 3 Seiten habe ich aufgehört. Das ist bei mir immer so. Ich kann nicht einfach. Ah, also irgendwann sitzt du da und denkst dir, oh ja, aha, so und so und so. Aber auf einmal kommt dann so die Muse und dann, ja. Und dann schreibst du einfach und dann es läuft von alleine. Und ich habe auch überlegt, so, habe ein bisschen überlegt und ich so, nein, nein, nein. Ich hab dann gesagt, hör auf zu überlegen, schreib. Ja, da habe ich hingesetzt und habe geschrieben. Anstatt weiter zu überlegen, nein, nein, schreib, schreib. Nicht überlegen, nicht alles im Gehirn, im Kopf speichern, nein, schreib. Dann habe ich geschrieben und nach 3 Seiten fertig. Ich dachte, hey, geil. Natürlich muss das alles noch überarbeitet werden und es muss dann noch abgedreht werden. Soll ja nur was Kurzes werden. Ich schätze mal, ich weiß es nicht. 5 bis 10 Minuten. Das ist schon lang. Aber stellt euch auf nichts Bombastisches ein. Ja? Und ich weiß auch nicht, wann das Ding rauskommt. Aber die ersten Schritte sind getan und da kann ich euch doch mitteilen, oder? Gell? Und alles andere, was ich so noch im Kopf habe, geplant habe, an Kurzfilmen, das ist noch alles in Zukunft, das ist alles noch Zukunftsmusik. Da habe ich nur so was Grobes im Kopf, aber mehr auch nicht. Und das, was ich im Kopf habe, ist so nicht einfach mal schnell umzusetzen. Das ist schon ein größeres Projekt, was auch schön ins Geld gehen wird, schätze ich mal. Aber irgendwann mal. Jo. Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ah, ich will weiter babbeln. Ich habe irgendwie Bock. Ich muss ins Bett eigentlich, gell? Heute Abend geht es wieder weiter, schaffe. Wenn ich die Kamera ausmache, dann werde ich mich ins Bett legen und werde schlafen. Ja. Aber ich will babbeln. Ah, ich hab nichts mehr. Nee, komm, wir machen aus. Schluss, aus, Ende. Ja, alles in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Sonntag. Ja. Bei Timo babbelt. Ich wollte eben, was guckte Timo so? Oh Mann. Siehst du, ich bin fertig. So, also bis zur nächsten Woche bei Timo Babbel. Schreibt alles schön in die Kommentare. Ich freue mich so sehr. Macht hinne, ja? Und ja, tschüss, alles gut. Euer Timo.